bis bald, es geht. So klar. Andere träumen davon, Superheld zu sein oder verdrücken eine Wanne voll Kuchen im Schlaf. Und ich? Ich werde zu einer Videospielfigur. Und dann nicht mal eine gut animierte. Aua! Ach. Nein, mal hin. Was ist denn das? Boah. Hallo, Etienne. Boah, was bist denn du? Ich bin ein Bote. Ein Bote des Erschaffers. Des Erschaffers? Was denn für ein Erschaffer? Träume werden erschaffen, Etienne. In einer Software namens Dreams kann jeder Mensch seine Träume wahr werden lassen. Und ob du es glaubst oder nicht, auch dieser Traum wurde von jemandem erschaffen. Okay, und wer soll das bitte sein? Ja, keine besonders beeindruckende Erscheinung. Ja. Das kannst du aber laut sagen. Aber Träume werden in Dreams erschaffen? Was ist denn Dreams? Lass es mich dir zeigen. Die Frage, was Dreams eigentlich ist, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Grundlegend unterteilt sich das Spiel in zwei Bereiche. In das sogenannte Traumformen und das Traumsurfen. Während du in ersterem selbst eigene Spiele oder Videosequenzen erstellen und veröffentlichen kannst, ist letzteres Zentrale für alle Kreationen, die andere Spieler erschaffen haben. Und an denen mangelt es Dreams dank der langen Beta-Phase nicht. Weil alles in Kategorien unterteilt und mit User-Votes versehen wurde, findet man sich im Träumewust aber ganz gut zurecht. Wenn man sich so umguckt, merkt man schnell, viele von den Kreationen sehen schon jetzt richtig gut aus. Auch wenn man gespannt darauf sein darf, was Firmen wie Nintendo zu selbstgebastelten Mario-Remakes sagen. Es gibt Nachbauten von Dead Space und Crash Bandicoot, Klone von Resident Evil oder Metal Gear Solid und natürlich auch komplett selbsterdachte Projekte wie The Pilgrim oder Project Icolos. Wirklich viel Tiefgang haben aber nur die wenigsten Projekte. Verstehe mich nicht falsch. Man zollt den Machern Respekt und denkt sich, das ist ja sau cool, dass das alles möglich ist. Länger als 5 bis 15 Minuten fesselt aber kaum eins der Projekte. Entweder weil sie rein spielmechanisch kaum ausgereift sind oder schlichtweg nicht mehr Inhalt bieten. Tja, mehr macht man da nicht. Vor SpongeBob wegrennen. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Den Beweis dafür liefert die mitgelieferte Minikampagne Arts Traum. Die erzählt in knapp 3 stimmungsvollen Stunden die Geschichte des von Selbstzweifeln geprägten Jazzmusikers Art. Mal als Point-and-Click-Adventure, mal als Jump'n'Run und kurze Zeit später als launiges Musikvideo. Du bist nicht auf der Liste, oder? Ohne Passwort. Nur coole Muttersöhne kommen an diesen Ort. Das Teil ist nicht drum, sag ich dir nein. Bist nicht auf der Liste und du kommst nicht rein. Natürlich wurde alles, was man in der Kampagne erlebt, in Dreams selbst realisiert. Von den Figuren über die Animationen bis hin zur Musik. Und da zeigt sich, was für coole Sachen man basteln kann, wenn man genug Sitzfleisch und Motivation mitbringt. Wow, und mein Traum hier ist also auch eine dieser Kreationen? Exakt, ziemlich cool, hä? Ja, auf jeden Fall. Ich will auch was machen. Kann man das irgendwie lernen? Na klar. Damit du überhaupt Fuß fassen kannst, empfehle ich dir zuallererst mal einen Blick auf die Tutorials zu werfen. Die erklären von Grund auf, wie Menüs, Tools und Steuerung funktionieren. Besonders cool, du bekommst keine endlosen Textwände vorgesetzt, sondern machst aktiv mit. Während ein Sprecher die Kommandos gibt, wird jeder Schritt in Videoform vorgekaut. Dreh dich mit der Fixkamera um den Rauch, um den Effekt besser sehen zu können. Alles klar, das mache ich dann mal nach. Genau der richtige Weg, in ein solch komplexes Spiel langsam aber stetig einzusteigen. Das ist das Soundmenü, das alles enthält, was du zum Kreieren eigener Musik brauchst. Ja, gut.
Hier und da wünscht man sich vielleicht, dass der Sprecher etwas schneller macht. Weil es aber jederzeit möglich ist, ein paar Sekunden vor- und zurückzuspringen, ist das schon okay. Stell dich aber schon mal darauf ein, dass du dir bei all den Tutorials und Masterclasses erstmal vorkommst, als hättest du dich an der Fernuni eingeschrieben. So 2-3 Tage reines Üben und Meisterklassenwälzen kannst du nämlich einplanen, um dich halbwegs wohlzufühlen. Media Molecule hat es zwar sehr gut hinbekommen, komplexe Prozesse von Entwicklertools für Normalsterbliche runterzubrechen, dass man aus dem Stegreif was richtig Cooles erschafft, bedeutet das aber noch lange nicht. Und? Noch Bock? Ja klar. So komplex kann es ja nicht sein, wenn selbst der Windbeutel in Unterhemd das hinbekommt. Hey, pass mal gut auf, was du sagst, Junge. Ah, die paar Bäume und Steine. Was ist denn da schon dabei? Ach, na gut, dann eben anders. Ich kann dir jetzt keine Dreams-Betriebsanleitung vorlesen, aber so einen Entstehungsprozess reißen wir mal kurz an, damit du einen Eindruck bekommst, was alles zu tun ist. Nehmen wir doch einfach diesen Traum als Beispiel. Zuerst ist da gar nichts. Um das zu ändern, ist die Werkzeugleiste am oberen Bildschirmrand dein bester Freund. Da findest du Tools, um Formen zu modellieren, ihre Oberfläche zu bearbeiten, physikalische Mechaniken zu erstellen und vieles mehr. Und genau so ist diese Umgebung entstanden. Wir nehmen uns beispielsweise einen Block für den Boden, verformen ihn zu einer natürlich wirkenden Struktur, färben ihn ein und lassen das Ganze mit Oberflächentools etwas ausfransen, damit es aussieht wie eine Rasenfläche. Das kopieren wir dann ein paar Mal mit unterschiedlichen Stärken, packen im Effektmodus mit dem Wellentool eine vorgefertigte Animation drauf und mit ein bisschen Feinjustierung sieht das dann doch schon nach einer im Wind wiegenden Wiese aus. Die Felswände funktionieren im Kern genauso. Große Klötze stempeln, händisch was rauslöschen, anpinseln, fertig. Theoretisch kannst du aus einfachen Formen alles selbst bauen. Musst du aber nicht. Jede Kreation kann als einzelner Baustein hochgeladen werden, damit andere ihn verwenden können. Das ist ziemlich cool, weil man massig schicken Kram findet. Zum Beispiel den Weg, diese Bäume und ein bisschen mystische Traumdeko. Jetzt greifen wir uns noch ein bisschen Nebel für die Atmosphäre, passen den Einfallswinkel der Sonne, ihre Intensität und Farbe für die passende Lichtstimmung an und schon hat man nach ca. 2,5 Stunden eine stimmige Traumlandschaft. 2,5 Stunden? Ja, ja. Die ganze Tutorialzeit nicht mit eingerechnet natürlich. Nee, du verstehst mich falsch. Das ging doch recht flott. Und deswegen... Warum habt ihr das mit meiner Animation nicht in den Griff bekommen? Ja, beruhig dich. Das war ja erst der Anfang. So richtig komplex wird's nämlich erst ab jetzt. Dir ist ja schon aufgefallen, dass du ein recht einfaches Modell spendiert bekommen hast. Die Standardpuppe, die gut als Basis für Figuren dient. Die hat nämlich schon ein vorgefertigtes Skelett und menschliche Proportionen, die je nach Wunsch und Zeit angepasst werden können. Manch einer kreiert damit richtig coole Kunstwerke. Wir haben uns dazu entschieden, dich anzumalen. Jupp, das muss reichen. Schließlich haben wir noch ein bisschen was vor. Zum Beispiel, dass du blinzeln kannst oder dein Mund auf das reagiert, was du sagst. Also schneiden wir deinen Kopf in 2 Teile, platzieren ein neues Gelenk, sagen dem Spiel über Schlüsselbilder, wie weit der Mund auf und zugehen soll, sprechen mit dem Aufnahmetool den Text ein und verknüpfen über Wenn-Dann-Mechanismen alles so, dass es im besten Fall funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5. Und weißt du was? Inszeniert ist dann noch gar nichts. Wir brauchen also Kameras. Die platzieren wir frei in der Gegend, legen auf Timelines fest, wann welche Kamera angesteuert wird, wie lange die Übergänge gehen sollen, erstellen über Verfolgemechanismen automatisch folgende Kameras oder werden selbst zum Kameramann. Tja, so ist das schon mal ganz gut. Aber wenn du mal genau hinhörst... Genau, hörst du gar nichts. Also müssten wir jetzt noch Musik schreiben und im mitgelieferten Tool produzieren, Objekten Geräusche zuordnen, bestimmen, wie weit der Sound abstrahlen soll und so weiter und so fort. Das haben wir in diesem Fall aber auf die Welt außerhalb Dreams ausgelagert. Nicht, weil wir zu faul waren, sondern weil es nicht möglich ist, eigene Dateien ohne Umwege ins Spiel zu laden. Aus offensichtlichen Copyright-Gründen. Tja, das war mal ein kurzer Abriss von dem, wie dein Traum entstanden ist. Ja, okay. Da steckt schon ein bisschen was dahinter. Und wie? Ich meine, wir haben hier Videosequenzen erstellt. Wäre das ein Spiel, müsste noch etliches mehr gemacht werden. Wer ist Freund, wer ist Feind? Wie verhält sich deine Figur in puncto Geschwindigkeit und Schwerkraft? Wie sehen die Menüs aus? Wann bewegen sich welche Plattformen und welche Sounds spielen sie ab? Ja, ich hab's ja verstanden. Nur eins weiß ich immer noch nicht. Und was? Warum ich so kacke animiert bin? Guck mal hier! Sag mal, haben die dir eigentlich in deine Klapprübe geschissen? Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Deine ganze Gestik zum Beispiel, das wird alles händisch mit Keyframes gemacht. Und zwar für jedes Körperteil. Und von den ganzen Fehlversuchen will ich jetzt erst gar nicht anfangen.
Außerdem sind die Menüs auch irgendwie nicht so richtig optimal. A, weil sie sehr verschachtelt sind und man ständig nach bestimmten Tools sucht und B, weil im Raum herumschwebende Zeitleisten und Einstellungsmenüs gerne mal unübersichtlich werden oder im Weg herumfliegen. Ich bin da ganz ehrlich, ich weiß selbst nicht, wie man es hätte besser gestalten können. Schließlich muss das Ganze auf Konsolen mit Controller funktionieren, was mich auch direkt zur Steuerung bringt. Schau dich mit dem rechten Stick in der Szene um. Wählen kann man zwischen drei Varianten. Der Gyro-Steuerung, mit der man seinen imp-getauften Cursor über die Controller-Neigung steuert, meiner Meinung nach zu vernachlässigen. Der klassischen Controller-Steuerung über die Sticks, die präziseste, aber auch mit Abstand langsamste Variante. Und über die Move-Controller. Das funktioniert an sich ganz gut, aber ich bin da zu spät drauf gekommen. Und weil die eh schon sehr komplexe Tastenbelegung dann wieder anders ist, konnte ich mich da auch nicht mehr dran gewöhnen. Nicht selten öffnet man Menüs, die man gar nicht öffnen wollte oder dreht sich irgendwo hin, wo man gar nicht hin wollte. Es gibt bestimmt eine ganze Menge Tricks, die einem das Leben erleichtern, aber die muss man erstmal kennen. Zum Beispiel hier. Über Tage habe ich jedes Schlüsselbild zur Animation von Figuren einzeln markiert, wenn ich es verschieben wollte, anstatt einfach X gedrückt zu halten. Muss man halt erstmal wissen. Naja, aber sind das nicht alles irgendwie Bedienfehler von dir? Weißt du was? Dann fick dich einfach! Wenn du es besser kannst, mach's halt alleine! Mir doch scheißegal! Sieh zu, wie du klarkommst! Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Ja, dann mach ich wohl mal das Fazit. Wenn man Dreams bewerten will, dann am besten aus zwei Perspektiven. Aus der des Bastlers und aus der des Zockers. Letzterer wird, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, nur bedingt glücklich. Die mitgelieferte Kampagne Arztraum ist stimmungsvoll und cool, spielerisch aber auch kein Weltwunder. Genau wie viele Projekte, die andere Träumer kreiert haben. Am coolsten ist aktuell der Wow, das kann man alles machen Effekt, wenn man die Projekte sieht. Wer einfach nur zocken will, ist am Ende also darauf angewiesen, dass andere eine Menge Arbeit und Fleiß investieren. In der Theorie bietet Dreams nämlich alles, was es braucht, um richtig coole Projekte umzusetzen. Aus der Sicht eines Bastlers ist es also eine richtig, richtig geile Sache. Dass Media Molecule es überhaupt geschafft hat, so komplexe Mechanismen für Normalos wie uns greifbar zu machen, ist schon beeindruckend genug. Tja, und was jetzt? Naja, den Erschaffer hast du ja vergrault. Dann geht hier wohl nicht mehr viel. Aber es gibt doch bestimmt noch andere Themen. Du bist doch in deinen Träumen. Moderier doch einfach mal was an. Ich kann doch nicht einfach irgendwas anmoderieren. Dafür brauche ich ja wenigstens ein Studio. Kein Problem. Einen Moment. Ich bin gleich da. Okay. In die Kamera? Ja, genau. Alles klar. Als Baldur's Gate 3 letztes Jahr offiziell angekündigt wurde, dachten wir, das dauert noch lange, bis wir davon echtes Gameplay zu sehen bekommen. Tja, da lagen wir wohl falsch. Micha hat's nämlich schon gesehen. Echtes Gameplay von Baldur's Gate 3. Und ihr seht das jetzt auch. Guckt also ganz genau hin. Das regnet ja wie aus Kübeln. Bäh. Wenn das hier nicht so viel verlotterte Altstadt wäre, könnte man's fast für Hamburg halten. Erzähl doch mal, Micha, wo sind wir und was genau hat das mit Baldur's Gate 3 zu tun? Wir sind hier in Nürnberg und gucken uns gleich Baldur's Gate 3 an. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich kann euch nur sagen, dass ich 2001 ein Bubi war, der sein erstes Rollenspiel gespielt hat mit Baldur's Gate 2 und dann habe ich sogar noch Baldur's Gate 1 nachgeholt. Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich mir das heute reinziehen darf, hätte ich angefangen zu heulen. Heute lässt es mich seltsam kalt. Die Leute müssen richtig was abbrennen da gleich drin, damit ich sage, geil, das musst du unbedingt wiederkommen. Pillars of Eternity, Divinity 2, alles egal. Ich brauche Baldur's Gate 3. Na, das klingt aber nicht gerade euphorisch. König Cool hier ist einfach zu lässig für Emotionen. Fragen wir doch mal jemand anderen, der sich in der schummrigen Kneipe zur Prese eingefunden hat. Hier, Herr Luibel. Jörg, sag mal, hast du denn so richtig Bock auf Baldur's Gate 3? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Das Fundament ist halt Dungeons & Dragons. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat gerade Pen & Paper in letzter Zeit wieder so einen Boom erlebt. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch Platz ist für ein weiteres Fantasy-Rollenspiel mit so einem großen Namen. Tja, Euphorie klingt anders. Aber wurde Baldur's Gate 2 nicht vor einigen Jahren noch regelrecht angebetet? Was war denn so toll daran? Micha, erzähl doch mal. So, Prost erstmal. In dieser Baldur's Gate 3 Kneipe gibt es schon Bier zum Frühstück, das gefällt mir sehr gut. Ansonsten gefällt mir sehr gut, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, euch zu erklären, was an Baldur's Gate 2 und 1 eigentlich so besonders toll war. Und zwar waren das Rollenspiele, die
A, ein einzigartiges Kampfsystem hatten aus meiner Sicht. Man hatte dann im Grunde die Chance, in brenzlichen Situationen auf die Pausetaste zu hämmern und allen fünf Figuren waren es insgesamt Befehle zu erteilen, um dann sehr taktisch zu spielen. Gleichzeitig war die Infinity Engine was ganz Besonderes, nämlich die Sicht von oben war hoch detailliert, die Städte sahen richtig, richtig geil aus. Damals war 3D-Grafik ja noch nicht so am Start. Und die Figuren, die eigentlich ziemlich scheppig aussahen, waren so weit entfernt und so winzig klein, dass man irgendwie in meiner Fantasie war, das waren das halt richtig krasse Helden, die ihr Schwert geschwungen haben. Dann kamen noch die ganzen geilen Charaktere oben drauf. Also die Begleiter, die man da hatte, die man sich so ansammeln konnte, hatten eigene Hintergrundstories. Haben sich miteinander unterhalten, das war auch ganz was Besonderes. Das heißt, die haben irgendwelche Witze gemacht, haben sich beschwert, wenn man was falsch gemacht hat. Someone in our group has a little crush on you. Hab ich noch was vergessen? Bier trinken. Ja, Prost, Micha. Aber warum ist dann keiner mehr gehypt? Tja, eventuell wurde der Hunger der Baldur's Gate-Fangemeinde mittlerweile schlicht gestillt. Egal ob nun die beiden ziemlich fantastischen Pillars of Eternity-Teile, das originelle Tyranny von 2016, das fantasievolle Torment Tides of Numenera von 2017, das hochkomplexe Pathfinder Kingmaker von 2018 oder auch die beiden Divinity-Mammutwerke. Allesamt stießen sie mehr oder weniger in die Lücke, die Baldur's Gate 2 im Jahre 2001 hinterlassen hatte. Der Nachfolger muss also ziemlich strampeln, um seinen Platz auf dem Rollenspielthron zu bestätigen. Während der Präsentation sitzt Micha aber trotzdem wie ein aufgeregter Schuljunge in der ersten Reihe. Sieht so aus, als wenn er es gut findet. Oder, Micha? Das Spiel ist rundenbasiert. Bin da nicht so für. Ich habe wirklich gehofft, sie nehmen das alte Kampfsystem mit Pausefunktion, mit automatisch ablaufenden Kämpfen und entwickeln das irgendwie auf eine coole, neue Weise weiter. Tja, tatsächlich scheint das Ganze stark auf Divinity 2 aufzubauen. Zu Beginn eines jeden Kampfes gewinnt eine der Parteien die Initiative und führt dann nacheinander für alle Einheiten Aktionen aus. Jede Figur hat Aktionspunkte, die mit Bewegungen und Kampfaktionen verbraucht werden. Danach ist der Gegner dran und macht dasselbe. Man muss sich also jeden Schritt gut überlegen. Spieltiefe garantiert. Das sagen auch die Entwickler. We think that the tabletop game is obviously turn-based, so we're gonna make a turn-based game. And we also believe that the player has a lot more control and we can do more with puzzles and strategy when it is turn-based. Klingt doch logisch. Ist das denn gar nichts, Micha? Sie haben ja gezeigt, dass das Kampfsystem aber was drauf hat. Und zwar ist es wie schon in Divinity 2 so, dass man die ganze Welt mit einbeziehen kann in die Kämpfe. Ich kippe ein Fass Wasser um und schieße einen Pfeil rein, dann ist das ganze Wasser unter Elektrizität und die ganzen Viecher, die drinstehen, verschmoren. Das ist cool. Oder ich schieße einen Kronleuchter ab, wo die Leute drunter stehen. Auch diese Höhenstufen, die ja sehr, sehr wichtig sind im Kampfsystem, also noch wichtiger als früher, dass man sich im Grunde am Anfang eines jeden Kampfes erstmal eine erhöhte Position sucht oder sich sogar mit einem Charakter von oben ran sneakt und von oben schießt. Das ist alles cool, das ist eine coole Erweiterung dieses Kampfsystems. Aber es sieht halt reichlich unspektakulär aus, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Just trying to figure out where we stand. Conclusion? Nowhere. Die Rundenkämpfe wirken naturgemäß statisch. Daran ändern auch die vereinzelten Action-Cutscenes innerhalb der Scharmützel nix. Gegen die Technik allgemein mit ihren extrem schicken Texturen, Effekten und Figuren kann man allerdings nichts sagen. Aber auch hier das große Aber, ich fand, die Welt sah sehr generisch aus und auch die Charaktere sahen sehr generisch aus. Da ist dann halt der Teufel und da ist der Vampir mit den geföhnten Haaren und da ist der Halbling mit dem Kindergesicht. Das sah alles so ein bisschen 0815 aus, aber hochauflösend dafür. Voll der miese Peter, der Micha. Aber keine Angst, es gab doch noch eine Menge Sachen, die dem Micha gefallen haben. Das allein im Dialogsystem hast du wahnsinnig viele Antwortmöglichkeiten auf Basis von Intelligenz, auf Basis von Stärke, wenn man Leute bedrohen will. Und darauf reagieren dann auch noch die Charaktere in der Party, die dann halt sagen, oh, das war jetzt aber zu grob oder das war nicht grob genug, du bist viel zu nett zu dem. Klingt doch nach klassischen Baldur's Gate-Tugenden. Ein Beispiel? Diese gefangene Goblin-Dame könnt ihr entweder beschützen, indem ihr eure wütende Begleiterin stoppt, was diese euch jedoch übel nehmen würde, oder ihr greift nicht ein und sprecht anschließend mittels eines magischen Amuletts mit dem Geist der Toten. Und apropos Entscheidungen und Konsequenzen, auch die sogenannten Origin-Stories wurden gegenüber Divinity 2 noch detaillierter ausgebaut. In der Präsentation war der Hauptcharakter beispielsweise ein Vampir, dessen ehemaliger Herr ihn verfolgte. Der hat dann halt bei irgendwelchen Reststops und so weiter seine Kollegen ausgesaugt, wenn sie geschlafen haben. Hat auch noch mit sich selbst gerungen und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, ob das bei jeder Origin-Story tatsächlich so in die Tiefe geht, weil scheinbar zieht sich das durch das ganze Spiel, dass ihr ein Vampir zum Beispiel seid oder in dem Fall der Sklave eines Vampirs.
Klingt doch nett. Genauso nett fanden wir, dass es viele versteckte Passagen gab, die man mittels selbstgebauten Kistentürmen oder einem beherzten Sprung erreicht. Und oftmals findet man dadurch versteckte Nebenquests. Aber kann man eigentlich schon irgendwas zur Mainquest des Spiels sagen? Zu der Story kann ich noch nicht allzu viel sagen. Was man schon weiß, ist, am Anfang kommt so ein fettes Tentakel-Raumschiff, gesteuert von ein paar Gedankenschindern. Alien Defense kennen die noch von früher. Das sind so fiese Wesen, die irgendwie Gedanken schänden. In diesem Raumschiff drin sind so Kapseln und da haben sie quasi Menschen gefangen. Unter anderem eben den Hauptspielcharakter, den man selber spielt. Denen wird da irgendwie so ein Wurm ins Gehirn reingepflanzt. Dieser Wurm im Kopf ist dann auch die Story des Spiels. Nämlich, man ist einer von diesen Leuten, die diesen Wurm im Kopf haben. Und dieser Wurm im Kopf macht irgendwelche Fähigkeiten, löst Fähigkeiten aus, die man im Gespräch auch einsetzen kann. Genau, zum Beispiel die telepathische Kommunikation mit anderen Leuten mit Wurm im Kopf. Das erinnert alles ein wenig an die Vorgänger, wo man ja ein Kind des Baal war, das durch seine Herkunft besondere Fähigkeiten hatte und mit anderen Kindern des Baal. Naja, aber lassen wir das. Um die Story zu bewerten, ist es eindeutig zu früh. Wie fand der Jörg denn die Präsi jetzt eigentlich? Was die physikalischen Spielereien betrifft und auch das Spieldesign im taktischen Bereich, Kämpfe und Co., ist das die gewohnte hohe Qualität. Aber innerhalb der Fantasy können auch viele Dinge recht schnell kitschig oder beliebig wirken. Und da muss Larian halt auf lange Sicht beweisen, ob sie das schaffen, wenn man halt dann letztlich irgendwann Baldur's Gate erreicht. Ja, da muss trotz der vielen Gameplay-Tugenden noch ein bisschen was kommen. Deshalb lautet das vorläufige Fazit von Micha auch, dass ich ein wenig enthyped bin, muss ich leider sagen. Und die Geschichte hat mich bis jetzt auch noch nicht so gekriegt, weil sie noch nicht für mich so, ja, so reingerissen hat mit einer coolen Grundidee. Sondern es war so ein bisschen so diese alte Idee, du hast irgendwas, du bist irgendwie was Besonderes, finde heraus, warum und wer du bist. Sehr flexibles, sehr cooles, großes, offenes Rollenspiel mit ganz vielen Optionen, das war geil daran. Da habe ich Bock drauf, das auszuprobieren, aber ansonsten, ja, Hype-Level ist ein bisschen nach unten gesunken. Deswegen gehe ich jetzt weg. Wow, ein dramatischer Abgang. Ich gebe zurück ins Studio. Moin Leute, dass ihr bei den News wieder am Start seid, ist ein Träumchen. Also rasch nur die Bettdecke und zählt mit mir. Ein Gamecube. Zwei Gamecubes. 1270 Gamecubes? Die alle zusammen haben nämlich ungefähr die Rechenleistung einer einzigen Xbox Series X. 12 Teraflop stark soll die Next-Gen-Konsole aus dem Hause Microsoft werden. Das hat Phil Spencer diese Woche auf der hauseigenen Newsseite verlauten lassen. Nur zur Erinnerung, das ist doppelt so viel Power, wie in der aktuellen Xbox One X steckt. Gleichzeitig wurden weitere wichtige Produktdetails wie das hardwarebeschleunigte Raytracing und eine SSD-Festplatte bestätigt. Die neuen Spiele sollt ihr bis zu 120 FPS zocken können und abwärtskompatibel bis in die alte Ära der ersten Xbox-Generation wird das neue Flaggschiff auch noch. Als wären das noch nicht genug Infos für Microsoft-Jünger diese Woche, meldete sich CD Projekt Red ebenfalls zu Wort. Beim Kauf von Cyberpunk 2077 für die Xbox One wird man die Next-Gen-Version kostenlos dazu erhalten. Phil Spencer nennt dieses Feature Smart Delivery und das soll in Zukunft auch für weitere Spiele angeboten werden. Das war euch alles zu technisch und ihr wollt was Greifbareres? So greifbar, dass euch gleich den Kopf abreißt? Dann haltet euch fest, denn unser allerliebster Nemesis kehrt bald zurück. Und zwar im kürzlich angekündigten Remake des dritten Teils der Resident Evil-Reihe. Allerdings befürchten manche Fans, dass das Hauptmonster in Resident Evil 3 ähnlich nervig sein wird wie sein Kollege aus dem Resi 2 Remake. Den berühmt-berüchtigten Mr. X empfanden einige als störend, weil er aufdringlicher als im Originalspiel war. Jesus, stay back! Die ersten Previews zu Nemesis Rückkehr sind jedoch beruhigend. Er macht seinem Namen der Verfolger zwar immer noch alle Ehre, allerdings gibt es diesmal wo mehr Safe Zones, zu denen er keinen Zugang hat. Wer nicht mehr bis zum Release am 3. April warten kann, sollte nach einer Demo Ausschau halten, die laut einem Tweet von Capcom aktuell in der Mache ist. Das war's noch lange nicht mit den News. Themen gibt's noch allerhand, und zwar im Ticker! Horror-Comeback. Im Februar 2019 wurde Devotion aufgrund politischer Kontroversen aus dem Steam-Markt verbannt. Nun ist es wieder zugänglich, allerdings nur in einer Bibliothek der Harvard University. Interessierte, die das Spiel nicht schon besitzen, sollten also schon mal die Koffer packen. Tragischer Verlust. Katsuhisa Hashimoto, Spieleentwickler und Erfinder des legendären Konami-Codes, starb am 25. Februar. Die Abfolge oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, BA, Start fand erstmals 1986 im Sidescroller Gradius Anwendung und ist der bekannteste Cheatcode der Games-Geschichte. Monstermäßiger Erfolg. Seit dem Release am 21. Januar wurde Pokémon-Klon Temtem bereits 500.000 Mal verkauft.
Das ist für eine so kurze Zeitspanne ganz schön beachtlich. Gerade wenn man bedenkt, dass es sich um ein Early Access Spiel handelt, das frühestens nächstes Jahr erscheint. Heißer Kaffee, Junge! Die skandalösen Sex-Minigames aus GTA San Andreas gibt's dank fleißiger Modder jetzt auch in Red Dead Redemption 2. Ich bin hier, weil es Kaffee gibt. Rockstar und Take-Two finden dieses Revival allerdings gar nicht cool und wollen die Mod wieder löschen. Ankündigung die erste. Nier Automata-Macher Platinum Games werkelt an einem neuen Spiel. Das hört auf den vorläufigen Titel Project GG und soll als Nachfolger von Beautiful Joe und The Wonderful 101 Hideki Kamiyas Hero-Trilogie beenden. Ankündigung die zweite. Yacht Club Games erweitert mal wieder sein Spielerepertoire rund um den kleinen Schaufelritter. Shovel Knight Pocket Dungeons soll ein Mix aus Puzzler und Roguelite Dungeon Crawler werden. Wann er erscheint, ist aber noch nicht klar. Ohne Moos, was los? Die Betreiber der Games-Plattform GOG haben diese Woche Änderungen an ihrem Rückgaberecht bekannt gegeben. Ab jetzt könnt ihr Spiele bis zu 30 Tage nach dem Kauf zurückgeben und bekommt euer Geld zurück, selbst wenn ihr sie bis dahin durchgezockt habt. Dabei setzt GOG nach eigener Aussage auf Vertrauen und die Ehrlichkeit der Kunden, behält sich aber vor, die Rückgabe in Einzelfällen abzulehnen. Bevor ich euch wieder entlasse, jetzt noch eine kontroverse Meldung, die diese Woche Wellen im E-Sport-Bereich geschlagen hat. Ausgezockt! FIFA-Pro-Gamer Kurt Fennec, aka Kurt Zero 411 und EA sind bekanntermaßen nicht die besten Freunde. Nun trieb er es mit seinen Hasstiraden aber etwas zu weit. Nachdem er im November sowohl seinen Mitspieler als auch den Publisher in einem Stream aufs Übelste beleidigte, wurde er jetzt von EA für alle ihre Spiele auf Lebenszeit gesperrt. In einem Tweet begründete man diese Entscheidung auch damit, dass Fennec seitdem mehrfach Mitarbeiter bedroht und beleidigt hätte. Fennec selbst vermutet hinter der ganzen Aktion allerdings die Angst vor seinem wachsenden Einfluss. Ihn zu sperren sei lediglich der Versuch, die Bühne für weniger kritische FIFA-Pros freizumachen. Das war's erstmal wieder mit den News. Was haltet ihr denn von der Reaktion von EA? Schreibt's in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao! So Leute, und jetzt gibt's noch was zu feiern, nämlich 150 Folgen Game 2. Woohoo! Cool, dass ihr so lange dabei wart. Als kleines Dankeschön haben wir für euch einen kollektiven Rückblick auf die besten Momente aus 150 Folgen. Oder die peinlichsten, wie man's nimmt. Viel Spaß! Für eine deprimierende Scheiße, aber kannst du echt nicht mehr geben heute hier. Ja. Erste Folge, hä? Oh. Colin, ich habe schreckliche Nachrichten. Flur mit dem Ekelding und da nervt's keinen. D-A-M-E-T-W-O. Die allergeilste Gaming-Show. 1 und 1, 1 und 1, 1 und 1. Steck und Riese aus der Luft. Klatsch du aber einfach sinnlos Kreuze in dein Spiel. Klingelt bald der Richter. Und du Arschloch, das war nicht der Deal. Und dafür 80 Euro, das gibt Kaufverbot von Papa. Im Vergleich zum SNES ist das doch immer noch ein Schnapper. SNES, SNES, Classic Mini, wow. Na, ihr Luschen, was ist hier denn los? Wir spielen SNES Classic Mini, das ist ganz ver... Und danach den Chuchash Slash. Damasch, Damasch. Volle Kleine auf der Spots das Rübe. Leute, gebt noch einen, habt ihr Bock? Yeah! Okay, ihr Klicker, die Nulle brennt, ich gehe steil. Entschuldigung? Stellt das schnell stehen nach. Ach ja, welche Sache ist das denn? 21 Kilometer. So, dann jetzt nochmal schießen. Oh mein Gott.
hier. Als Kinder brauchten wir nie mehr als ein Stück hier, ne? Die allerersten Bilder Helden nachzuspielen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Nein! Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm.